Natur ist ein Bedürfnis der Kinder. Fühlen, schmecken, riechen, all die Dinge begleiten uns täglich. Wenn ich glücklich bin, dann bin ich auch offen für Neues. Die Entscheidung aus dem Kind heraus wird gefördert. Und das merke ich halt, dass es ihm total gut tut. Also der Wald lässt die Kinder einfach bei sich und gibt denen ganz viel Energie. Gibt den Kindern Energie für ihr Spielen, für ihr Atmen, für ihr Freisein. Guten Morgen, Wald in der Garten. Schön hört sich das an. Wenn man sieht, wie die im Morgenkreis sitzen und wie alles eine ruhende, eine konzentrierte Wirkung hat auf die Kinder, das ist das Schöne daran. Spielen ist ja eine Sprache eines Kindes und das lernen sie, das läuft alles unbewusst ab. Der Motor fürs Lernen ist eigentlich die Neugierde. Das bringt ja jedes Kind mit auf die Welt. Und ich glaube, dass wir immer wieder auch die Möglichkeit haben, diesen Motor am Laufen zu erhalten. Die Kinder sorgen dafür ja selber. Wenn ich selbst entscheiden kann, was ich tun möchte, was ich erfahren möchte. Auf einen Baum. Klar, man muss als Erwachsener auch ihnen vertrauen. Man muss ihnen vertrauen, dass sie Sachen schaffen. Es gibt ihnen dann Selbstvertrauen und das brauchen die so, um größer zu werden. Zusammenleben. Ja. Wir haben eine längere Zeit gebraucht, damit dieses Konzept öffentlich anerkannt ist. Das war uns wichtig. Es soll eine Alternative sein. Diese Alternative ist natürlich jetzt in Deutschland so großartig gewachsen, dass es ein fester Punkt in der Pädagogik ist. Das heißt, wir sind der erste Waldkindergarten gewesen. Mittlerweile gibt es über 1800 Waldkindergärten in Deutschland. Dieses Konzept breitet sich auch über den Globus aus, worüber ich selber ganz glücklich bin. Wir sind ja zu dritt im Team. Das ist ein wunderbarer Personalschlüssel bei 22 Kindern. Wir haben sogar auch einen Mann im Team. Das ist ja auch eher selten. Es wird jedes Kind in seiner Einzigartigkeit, in seiner Individualität wahrgenommen, mit all seinen Facetten, mit allen Gefühlen. Du bist in Ordnung, so wie du bist, transportieren wir in die ganze Gruppe. Und deshalb ist diese gesamte Gruppe auch so ein harmonisches Miteinander. Sie sind glücklich, sie haben eine glückliche Zeit. Das ist für mich persönlich eigentlich das Wichtigste.